Herzlich willkommen zurück bei Gothic 1. Ja, ich gucke gerade mal. Ja, klar, ist ja früher anders gelaufen. Nee, ich gucke gerade mal hier, was wir eigentlich noch machen müssen. Verschwundener Gardist. Ja, sprechen wir mal den Koch an, würde ich sagen. Gucken wir mal, was er uns zu sagen hat. Nassnaff. Du hast gesagt, ich kann so viel von deinem Eintopf haben, wie ich will. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Ja, danke. So. Buddler, Buddler, wir haben ja hier noch eigentlich recht viel zu lernen und so. Und wir müssen auch mal gucken, wo wir hier noch was machen können. Ich würde sagen, wir quatschen auch die Leute jetzt endlich mal an, die ja unser Schutzgeld, den bezahlen wir einfach erstmal. Das können wir uns später irgendwie wiederholen, also von daher. So. Dann gucken wir mal. Das ist ein Buddler, auch ein Buddler. Ein Schatten. Dann sprechen wir den da mal an. Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Aha. Ich glaube, der will uns verarschen. Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Ach so, ach so. Okay. Und was macht dein zweites Ich hier? Nee, aber wir könnten noch sagen, wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Aha. Und weißt du, wo Neck abgeblieben ist? Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein. Und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Mhm. Und warum sammelst du dich trotzdem Schutzgeld? Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Okay, wegen Neck? Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was für ein Problem? Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Tja, mein Lieber, nicht mein Problem. Weil ich dachte, mit denen können wir über Schutzgeld reden. Also doch nicht gut, denn sind wir hier erstmal sicher. Wir sprechen mal Guy an. Na, Guy, hallo. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Aha. Und wo sind die Vorteile des alten Lagers? Wo sind die? Ja, super. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Aha. Und was ist, wenn ich 2 Leute bekämpfe, die beide Schutzgeld zahlen? Was ist, wenn 2 Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Okay. Was sind hier wertvolle Waren? Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken,
und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Okay. Wenn die schützen bestimmt einen auch voll. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Okay. So alte Lager haben wir schon. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Okay. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Ja, das hatten wir ja schon vorher gewusst, aber das hat er uns jetzt nochmal bekräftigt, dass das hier unsere Hütte ist. Wie spät haben wir es denn? 18 Uhr. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Runde im Lager und legen uns dann pennen. So, hier haben wir mit allen gesprochen. Wie gesagt, ich wollte ja mit jedem sprechen. Ich wollte das Spiel ja so 100% möglichst zu Ende haben. Butler, ist auch noch ein Butler. Uno. Sprech mal mit Uno. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Okay. Und wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Ich bin nicht neugierig. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ja, ist ja gut. Ich würde mich selbst gerne mal mit deiner Schmiede versuchen. So. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Okay. Das habe ich schon gedrückt. Machen wir das hier mal. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Oh, der hat nur Schmiedematerial, der hat kein Erz. Okay. So, dann gehen wir weiter. Bevor es hier gleich ganz dunkel wird. So. Dann gehen wir hier runter. Na los. So. Hoppala. Das ist auch nur ein Schatten, okay. Nicht so heiß gegessen, wie ich mein Koch nehme.
So. Bequatscht wird viel. Mit denen sprechen wir später. Es gibt hier ein kleines Geheimnis, das kann ich euch mal zeigen. Da kommen wir später auch noch hin. Ich speichere mal kurz. So. Und zwar gibt es hier ein Geheimnis. Beziehungsweise kennen auch vielleicht viele. So, wenn man hier reingeht, dann ist hier eine Tür. Abgebrochen. Abgebrochen. Die kann man nicht öffnen, weil da von der anderen Seite nur geht, glaube ich. So war das. Ich lade mal ganz kurz, weil die Dietriche, die will ich nicht verschwenden. Ich habe es euch ja eben gezeigt. Und wie gesagt, ich glaube, da kommt man von der anderen Seite oder man braucht einen Schlüssel. Ich bin mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher. Aber da drinnen sind wertvolle Gegenstände, die wir später auch noch bekommen können. So, Dexter, hast du noch was zu sagen? Nein. Balpavis auch nicht, ne? Der qualmt erstmal eine. Ja. Scheiße, jetzt ist der. Egal, Fisk, hast du was zu reden? Nein. Gut, dann sprech mal mit dem Typen hier oben, wenn der da ist, der Schutzgeld von uns haben will. Mit dem können wir jetzt endlich mal sprechen. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann, das ist nicht viel. Ja, hier 10 Erz und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Hier, 10 Erz und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Wenn ich in der Nähe bin, kannst du auf mich zählen. Du kannst mich jederzeit zwischen dem Marktplatz und dem Südtor finden. Um die anderen Bereiche kümmern sich Fletcher und Bloodwin. Na, wie sieht's aus? Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. So, ich zahle ruhig das Schutzgeld, was ich schon mal gesagt habe, weil es wird hinterher lustig werden, wenn wir das gemacht haben. Wenn wir es nicht gemacht haben, wird es auch lustig, aber nicht so, wenn wir es gemacht haben. Also, ich möchte ja spoilerfrei euch sagen. Von daher. Oh, hier dürfen wir durch, ne? Ja, genau. Harrick! Und hier ist Bloodwin. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz. Mehr brauche ich nicht. Hier hast du das Erz. Ich kann Freunde gebrauchen. Hier hast du das Erz. Ich kann Freunde gebrauchen. Du scheinst mir ein kluges Bürschchen zu sein. Von nun an werden wir auf dich aufpassen. Aber das heißt nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Verstanden? Ja, ist ja gut, Bloodwin. Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Ja, wir passen auf dich auf. Okay, dann sprechen wir mal mit diesem Harrick hier. Mal gucken, was der zu sagen hat. Der Harrick. Na, wie sieht's aus? Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Oh. Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich ein Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Ja. Kranker Typ. Du denkst, du bist einer von den Harten? Versuch's doch mal an mir. So, du denkst also, du bist einer von den Harten? Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Ja, dann komm her. Wie, der läuft weg? Bleib hier, du Spinner. Der hat genug. Ja klar, hat der genug. Ah, ein Kampf.
So, jetzt speichern wir kurz ab, weil ich weiß nämlich nicht, ob ich seine Sachen klauen darf. Wir machen es einfach, würde ich sagen. So, meins. Das ist auch meins. Danke. Ja, wer große Töne spuckt, ja, hier, nehme ich keine Rücksicht. Du denkst, du bist einer von den Harten? Achso, da kannst du nochmal das machen. Aber ich glaube, der zittert gerade am Mund. Platz, Mann. Ich mach gleich Platz, ich kenne. So. Na? Der hat sich mit mir angelegt. Kann ich doch nichts dafür. Na, Jesse. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Ja, habe ich schon gemacht. Danke für den Tipp. Butler und noch ein Butler. Hier ist wohl keiner mehr. Ich glaube, wir sollten jetzt auch so langsam durch sein vom Außenring. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte. Ja. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Okay, also das würde mich aber auch sauer machen, wenn du von der Mine wiederkommst oder so und in deine Hütte, die du selber gebaut hast oder so, ist dann auf einmal plötzlich eine zweite Tür und keiner kann dir sagen, warum. Das würde mir auch schon Gedanken machen. Oh. Sly, hallo. Du hast was zu tun für mich? Ach nee, Quatsch. Er spricht ja an, ne? Glaube ich. Ah. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Okay. Du hast was zu tun für mich? Um was geht es? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Okay, ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Gut, aber wir sprechen noch nicht über ihn. Wir haben ja die Halskette und so. Die will er ja haben von uns. Machen wir aber noch nicht jetzt, denn das war's jetzt erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin. Tschüss.